Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute mal wieder einen Haul für euch. Ich war fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich hart shoppen in sämtlichen Drogerien. Ich bin total eskaliert. Ich habe so das Gefühl, dass bei mir irgendwie so langsam die Lust auf Schminke zurückkehrt. Und das war eine lange Zeit einfach nicht so. Deswegen habe ich sehr, sehr viel geshoppt. Vor allen Dingen habe ich mal wieder Paletten geshoppt und Make-up und alles, was so in der letzten Zeit irgendwie nicht so in mein Körbchen gewandert ist. Ich freue mich sehr, sehr, sehr darauf, die Sachen mit euch anzugucken und die Sachen auch zu testen. Dieser Haul ist jetzt aus einem längeren Zeitraum heraus entstanden. Ich habe das also gehortet. Das ist jetzt nicht ein Einkauf. Also bitte denkt das nicht, wenn ihr jetzt anfangt auszurechnen, was das gekostet hat oder so. Das ist, wie gesagt, ein längerer Zeitraum gewesen. Und ich musste mich die ganze Zeit zusammenreißen, jetzt nicht an die Sachen dran zu gehen, weil ich mag es nicht, wenn Sachen schon angegrabbelt sind, wenn man sie dann in einem Haul zeigt. Und deswegen habe ich mich die ganze Zeit zusammengerissen, nicht da dran zu gehen. Und wenn ich diesen Haul gedreht habe, dann darf ich endlich daran. Und ich freue mich jetzt schon riesig darauf, die Sachen auszuprobieren. Ich war bei DM, ich war bei Rossmann und ich habe auch eine Sache im Internet geshoppt. Und ich würde sagen, wenn ihr das gerne sehen wollt, dann bleibt jetzt dran, es geht jetzt los. Ich fange mal als erstes mit der Sache an, die ich im Internet bestellt habe, weil das nämlich nur das eine Teil ist. Das habe ich auf Amazon bestellt und zwar ist das diese wunderschöne Palette hier. Und ich habe direkt reingedatscht. Seht ihr, das meinte ich nämlich. Es ist schon angekrabbelt. Aber jetzt kann ich endlich sehen, die Pigmentierung ist wirklich so gut, wie man sagt. Ich bin sehr, sehr gespannt, die auszuprobieren. Die war wirklich ein absolutes Schnäppchen. Wenn ihr Interesse habt, euch die mal anzuschauen, dann verlinke ich euch das mal in der Infobox. Dann könnt ihr da mal nachschauen. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja auch diese Palette schon. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wenn ihr die schon getestet habt und vielleicht schon mehr sagen könnt als ich gerade. Wobei ich sagen muss, ich habe einmal kurz mit meinem Finger reingedatschert, hier aus Versehen in die Farbe und die Pigmentierung scheint bombastisch zu sein. Ich bin sehr gespannt. Dann kommen wir mal zur Drogerie und zwar habe ich von DM diesen Glow Toner mitgenommen. Der ist für jeden Hauttyp und soll so ein bisschen Frische ins Gesicht zaubern und eben den Glow. Das ist einfach so ein Gesichtswasser, das man vor dem Make-up auftragen kann. Das soll die Poren so ein bisschen zusammenziehen. Ich bin sehr gespannt, was das kann. Dann habe ich noch von Make-up Revolution dieses Pro Fix Illuminating Fixing Spray mitgenommen. Das soll halt so einen natürlichen Glanz ins Gesicht zaubern nach dem Make-up als Fixierung. Dann habe ich mir noch Wimpern mitgenommen von Catrice. Die fächern sich hier hinten so auseinander und haben also diesen leichten Cat-Eye-Effekt. Dann ebenfalls von Catrice habe ich mir dieses Dewy Powder mitgenommen. Das kann man nach dem Make-up so ganz großzügig über das gesamte Gesicht auftragen und das soll einem so einen Dewy Finish verleihen. Ich bin gespannt. Dann von Make-up Revolution habe ich mir dieses Baking Oil mitgenommen. Das soll man so unter den Augen auftragen. Ich trage das aber wahrscheinlich einfach mal beherzt auf dem kompletten Gesicht auf, weil ich habe so trockene Haut. Ich erhoffe mir dadurch Besserung. Dann habe ich mir noch von Essence aus der Into the Snow Glow LE eine wunderschöne Palette mitgenommen. Schaut euch dieses Schätzchen mal an. Also selbst wenn mir die Farben nicht gefallen hätten und sie gefallen mir, dann hätte ich die trotzdem haben müssen. Dieses Design ist so, 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 so schön. Ich finde, das ist das perfekte Stück für Sammler. Dann habe ich mir noch aus der LE ein Glow Fixing Spray mitgenommen. Da bin ich auch immer gespannt, das auszuprobieren. Und ebenfalls aus der LE sind diese beiden Pinsel. Das ist einmal ein Blush and Highlighting Brush und das hier ist ein Blender Brush für Lidschatten. Ich liebe dieses Design. Ich finde das wahnsinnig hübsch und das ist jetzt seit langem mal wieder eine LE gewesen, wo ich richtig hinterher war, wo ich sogar angerufen habe, damit ich bloß nicht zu spät komme und die Sachen verpasse. Dann habe ich mir noch von Make-up Revolution diesen Concealer mitgenommen. Da habe ich viel Gutes drüber gehört. Da bin ich auch mal gespannt, den auszuprobieren. Wenn ihr den kennt, könnt ihr mir ja mal verraten, wie ihr den findet. Dann habe ich mir noch von Essence einen Eyebrow Gel mitgenommen. Da bin ich eigentlich gar kein Freund von. Ich weiß nicht, was mich geritten hat, das mal wieder auszuprobieren. Aber ich dachte, ich gebe der Sache noch mal eine Chance. Ich bin sonst eher so für Augenbrauenstifte und ja. Dann habe ich noch von Trend It Up diesen Eyeshadow mitgenommen. Das soll ein farbintensiver Wet n Dry Lidschatten sein und ich fand die Farbe einfach ganz klasse. Dann habe ich mir noch diese Melted Chrome Eyeshadows mitgenommen. Drei Stück davon, um genau zu sein. Die gefallen mir nämlich sehr, sehr gut. Ich hatte da schon die Farbe Copper Me von. Die fand ich ganz, ganz toll und deswegen wollte ich diese hier auch mal ausprobieren. Dann habe ich noch einen Liquid Eyeliner mitgenommen, einfach weil meiner leer war. Ich nehme immer den von Manhattan, glaube ich. Und den gibt es irgendwie nicht mehr.
mehr oder ich finde ihn nicht mehr oder ich bin zu doof oder ich weiß es nicht. Ich glaube, ist der von Manhattan oder von Maybelline? Seht ihr, da fängt das ganze Problem schon an. Jedenfalls brauchte ich einen neuen und ich habe mal den von Essence mitgenommen, weil mir hier von der Pinsel ganz gut gefallen hat. Da bin ich nämlich immer sehr anspruchsvoll. Und dann habe ich mir nach ewig langen Zeiten mal wieder einen Lippenstift mitgenommen. Das ist so ein Plumbing Gel Lipstick. Und das ist einfach so ein wunderschöner Nude-Ton, mochte ich total. Ich wollte auch den Lip Liner dazu mitnehmen, aber es gab nur noch zwei Stück und die waren zerstört. Ihr kennt dieses Problem. Das heißt, ich bin jetzt auf der Suche nach diesem einen Lip Liner, der offensichtlich überall ausverkauft ist. Es ist ein Albtraum. Dann habe ich noch eine Foundation mitgenommen, die ist von Essence und ich glaube, die ist auch schon aus dem neuen Sortiment. Das ist so eine Fresh and Fit Awake Make-up und ich dachte, da steht Healthy Glow und ich dachte, das sieht vielleicht hübsch natürlich aus und ein bisschen glowy und ich habe das tatsächlich schon ausprobiert. Ich wollte mich heute damit schminken, aber das Projekt ist total gescheitert. Diese Foundation ist sowas von Fehlkauf. Das hier ist die dunkelste Farbe und die ist mir viel zu hell. Es gab nur drei Farben, was ich sehr traurig fand und ja, Deckkraft ist wirklich überhaupt nicht vorhanden und sie lässt die Haut eher schlechter als besser aussehen, hatte ich das Gefühl. Sie hat sich irgendwie komisch abgesetzt, also ich fand sie überhaupt nicht schön. Sie ließ sich auch nicht schichten oder aufbauen. Ich weiß nicht, was der Grundgedanke von diesem Make-up war, aber kauft es euch nicht, es ist echt nicht zu empfehlen. Dann habe ich mir noch von Nivea, das ist jetzt neu, diesen Glow Beauty Primer mitgenommen. Den habe ich auch schon ausprobiert und kann ihn euch leider nicht empfehlen. Also es funktioniert nicht, wenn man es unter dem Make-up auftragen möchte und dafür ist es eigentlich gedacht. Das steht auch hinten auf der Verpackung. Aber wenn ihr das vor dem Make-up auftragt, da ist so viel Silikon drin, so viele unnatürliche Inhaltsstoffe offensichtlich, dass das dann so Würstchen bildet. Kennt ihr das, wenn Creme so Würstchen macht, wenn ihr das verreiben wollt und dann fängt es an, sich so abzuschälen von der Haut und das macht dieser Primer. Kann ich euch überhaupt nicht empfehlen, ist leider nicht gut. Dann habe ich nochmal Pinsel mitgenommen und zwar einmal diesen 2-in-1 Color Correcting und Contouring Brush von Essence. Dann habe ich auch nochmal den Duo Blender Präzisionspinsel mitgenommen von Ebelin, der hat auch zwei Seiten. Und dann habe ich mal diesen Contouring Pinsel von Ebelin mitgenommen. Ich benutze solche Contouring Pinsel eigentlich überhaupt nicht, die so schmal sind. Da habe ich immer das Gefühl, dass meine Kontur dann sehr, sehr balkig wird. Und ich mag es ja eigentlich schon balkig, aber das ist zu balkig. Und ja, ich werde der Sache jetzt nochmal eine Chance geben und mal gucken, vielleicht klappt es ja doch. Und dann habe ich mir nochmal das Make-up-Eye von Ebelin mitgenommen zum 1000. Mal. Ist, finde ich immer noch ein tolles Make-up-Eye. Kaufe ich mir immer wieder nach, finde ich super. Dann habe ich mir auch nochmal den Pinselreiner von... Ich habe den Pinselreiner mitgenommen von Ebelin. Den finde ich richtig gut. Und ja, dazu muss ich, glaube ich, auch nichts mehr sagen. Also dieser Pinselreiner, der ist gut. Und dann konnte ich an drei Nagellacken nicht vorbei. Und zwar sind das diese von Catrice. Ich glaube, die sind auch schon aus dem neuen Sortiment. Und zwar steht da drauf, dass die allen Hauttönen passen sollen. Und ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ob die jetzt wirklich allen Hauttönen passen. Aber ich liebe diese Nagellacke. Ich finde die wirklich wunderschön, weil sie so dezent sind. Und ich mag, dass sie so ein bisschen schier sind und sich trotzdem schön schichten lassen. Also ich mag die einfach. Ich mag gerne, wenn die Nägel einfach sehr natürlich sind. Ich finde es bei mir immer sehr aufdringlich, wenn ich so krasse Nagellacke drauf habe. Ja, ich beneide das immer bei anderen und bei mir selbst habe ich immer das Gefühl, ich sehe aus wie eine, ihr wollt nicht wissen, wie ich dann aussehe. Dann habe ich noch einen Lip Liner von Love oder Love Cosmetics mitgenommen. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Ja, da muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Der hat hinten dran aber nochmal so ein Pinselchen, ich glaube, für Lippenstift und das fand ich eine echt coole Idee. Und dann habe ich mir noch einen Lip Liner mitgenommen von Trend It Up. Dann bin ich bei diesen metallischen Eyelinern eskaliert, weil ich die für eine Cut Crease einfach richtig schön finde. Ja, ich habe von Essence zwei Stück mitgenommen, einmal so einen silbrigen und einmal so einen kupferfarbenen. Das Problem ist aber, dass sie nichts tun, also so wirklich gar nichts. Die sind einfach so schleimig und gelig und man kann damit überhaupt nichts präzise auftragen und ich habe keine Ahnung. Also wenn ihr mir Eyeliner empfehlen könnt, farbige Eyeliner, würde ich mich riesig freuen, welche die gut funktionieren. Das
Wäre echt schön. Und aus der Drogerie sollte es sein. Und weil ich so kläglich gescheitert bin mit Essence, habe ich dann irgendwann später in der Drogerie gedacht, ach, versuchst du doch mal die von Catrice. Aber die von Catrice sind genauso schlecht wie die von Essence. Leider, da habe ich mich auch leider völlig dran verkauft. Ich muss mal gucken, ob ich die vielleicht irgendwie verdünnen kann, ob ich da irgendwas retten kann. Ich weiß auch nicht, vielleicht sind die einfach nur eingetrocknet. Liegt es an mir? Ich habe keine Ahnung. Habt ihr diese Dinger und funktioniert es bei euch? Das könnt ihr mir gerne mal schreiben. Dann habe ich noch eine Palette und zwar von BH Cosmetics, die Royal Affair. Das war jetzt wirklich seit Ewigkeiten mal wieder eine BH Cosmetics Palette, die mich interessiert und gereizt hat. Da fand ich die Farben einfach wirklich, wirklich toll. Mal irgendwie was anderes. Ja, ich bin sehr gespannt, die auszuprobieren. Wenn ihr im Übrigen euch mal vielleicht Looks mit der ein oder anderen Palette wünscht, die ich jetzt geholt habe, dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne mal schreiben. Würde mich interessieren. Ich will euch damit ja nicht belästigen, wenn ihr es gar nicht sehen wollt. Ich weiß nämlich im Moment gar nicht, wegen meiner langen Abstinenz und weil ich mich lange Zeit auf meinem Kanal irgendwie jetzt nicht unbedingt geschminkt habe, beziehungsweise Make-up-Videos gemacht habe, weiß ich gar nicht mehr, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Es würde mich sehr interessieren. Ich hätte auf jeden Fall echt Bock, mal wieder Schminkvideos zu machen. Sagt's mir. Dann habe ich noch bei Rossmann bestellt, das war jetzt vor kurzem und das war der reinste Albtraum. Habt ihr schon mal bei Rossmann bestellt und ist das gut gegangen? Also das war jetzt mein erstes und wahrscheinlich auch mein letztes Mal, dass ich das gemacht habe. Jedenfalls habe ich dann final dann doch mal die Sachen bekommen. Es gab eine Rabattaktion online, hat man 30% bekommen, da habe ich zugeschlagen. Und zwar habe ich mir von Make-up Revolution dieses Brow Revolution Zeug geholt. Das schmiert man sich auf die Augenbrauen, lässt es einwirken, trocknen, zieht es dann ab und dann soll es dann halt diesen Stain hinterlassen. Das kennt man ja schon von anderen Marken, dieses Prinzip. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht habe ich dann mal für ein paar Tage Augenbrauen. Wäre nicht schlecht. Dann habe ich mir noch diesen Make-up-Stick geholt von Make-up Revolution. Den wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Der soll eine ganz tolle Deckkraft haben. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wenn ihr das gerne sehen würdet, wenn wir das mal gemeinsam live testen sollen, dann könnt ihr mir das gerne mal sagen. Und dann habe ich mir noch diese, heißt die SofX Palette geholt, die Extra Spice. Ja, die ist einfach ein Traum. Ich finde das Design schon so umwerfend schön. Wenn ich die jetzt aufkriegen würde, würde ich sie euch auch zeigen von innen. Ja, so sieht sie von innen aus. Ich finde sie wirklich unfassbar schön. Habt ihr diese Palette? Die ist auch in meiner Make-up-freien Zeit total an mir vorbeigegangen. Die war ja offensichtlich sogar ziemlich gehypt. Könnt ihr dazu was sagen? Habt ihr die Palette? Kennt ihr die Palette und findet ihr die gut? Und dann habe ich mir ebenfalls davon die Highlighter-Palette geholt. Die finde ich auch umwerfend schön. Ich habe also noch gar keine Highlighter-Palette. Das ist jetzt meine allererste. Da freue ich mich auch schon sehr, die mal auszuprobieren und mal so ein bisschen rumzutesten. Ich hoffe, auch die ist gut. Dann gab es eine Aktion, wenn man 15 Euro Bestellwert hatte, dann hat man eine Palette geschenkt bekommen von Make-up Revolution. Und zwar diese hier. Das ist die Pretty Incredible. Und ja, da weiß ich jetzt überhaupt nichts drüber, aber wie gesagt, die war geschenkt und im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, ne? Ihr kennt das. Ja, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich die dann noch bekommen habe. Das war halt so eine nur so lange der Vorrat reicht Aktion. Und ich habe sie noch bekommen. Ich hatte auch mal Glück. Und dann kommt mein persönliches Highlight. Das zeige ich euch jetzt auch als letztes und zwar ist diese Palette eine LE-Palette gewesen und die ist vollkommen an mir vorbeigezogen. Das war nämlich jetzt noch die Zeit, wo ich mich nicht für Make-up interessiert habe, weil ich immer die ganze Zeit das Gefühl hatte, ich habe völlig andere Sorgen einfach als Schminke. Und Schminke war einfach nicht mein Fokus. Und durch irgendeinen blöden Zufall bin ich dann auf diese Palette aufmerksam geworden. Ich habe mir dann auch nichts weiter dabei gedacht und ich habe dann irgendwann später so nachts auf der Couch gedacht, ich gucke mir nochmal diese Palette an. Und dann habe ich überall nach der Palette gesucht und ich konnte sie nicht kaufen. Und dann habe ich erst realisiert, dass es eine LE-Palette ist und ich sie nicht mehr kaufen kann. Also, dass sie überall weg war. Ja, und weil ich bescheuert bin, habe ich dann tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen nachgeschaut und habe diese Palette hier für unfassbare 19 Euro dort gekauft. Also ich habe mich dann mit dem Mädel getroffen. Sie hat sie mir dann, als ich mich mit ihr getroffen habe, sogar noch günstiger gegeben. Sie ist unbenutzt gewesen und ich kann es kaum erwarten,
diese Palette endlich auszuprobieren. Ich freue mich so sehr darauf. Ob ihr es sehen wollt oder nicht, zu dieser Palette kommt bestimmt ein Video. Ich liebe die einfach. Die ist wunderschön. Das sind genau meine Farben. Und ich freue mich so sehr, dass ich die noch gekriegt habe. Die habe ich mir nämlich dann zu Weihnachten selbst geschenkt. Ich habe mir diese Palette selbst zu Weihnachten geschenkt und ich habe sie immer noch nicht benutzt. Weil ich die ganze Zeit gehortet habe. Da seht ihr mal, aus was für einem langen Zeitraum dieser Haul hier eigentlich kommt. Ich glaube, das hat schon im November angefangen und hat sich bis hierhin gezogen. Also ich habe wirklich gesammelt und gehortet. Ja, das war's auch schon mit meinem Haul. Ich entschuldige mich nachträglich nochmal, falls hier Lichtschwankungen im Video waren. Das liegt daran, dass ich versuche, gerade bei Tageslicht zu filmen. Ich dachte, warum nicht mal Tageslicht? Also entschuldigt bitte, es gibt hier erhebliche Lichtschwankungen einfach gerade, aber ich glaube, ihr könnt mir das verzeihen. Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn ihr vielleicht Bock auf Schminkvideos habt, das kann ich leider nicht mehr wissen wegen meiner langen Pause und weil ich dann irgendwie nur noch Vlogs gemacht habe und so, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr Lust dazu hättet, Schminkvideos zu sehen. Und ob ihr vielleicht sogar eine von diesen Paletten gerne sehen würdet, das würde mich sehr, sehr interessieren. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch vielleicht mit dem ein oder anderen Teil im Haul inspirieren konnte. Vielleicht habt ihr Lust, was nachzushoppen. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen möchtet, aktiviert auch das Glöckchen. Ihr könnt mir aber auch auf Instagram, Twitter und Facebook folgen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ich sag euch Tschüss.